Haben Sie ein Bild laufen?
Es steht also heute Abend kein folgender Fach für ihn. Unser Ehrenmitglied und Moderator außer Dienst darf ich aber trotzdem als Ersten heute Abend begrüßen. Lieber Volker, herzlich willkommen. Ja, und für den Magistrat der Stadt Vellmar freuen wir uns, unseren Bürgermeister mit Frau Manfred Ludewig recht herzlich willkommen heute Abend zu unserem Frühlingskonzert. Dann darf ich noch zwei ehemalige Politiker unserer Stadt begrüßen. Einmal unseren Bürgermeister AD Gott Schlüttrath und Frau und unseren Stadtverordnetenvorsteher Gerald Herber, auch AD, auch mit Frau. Beide sind Sie uns herzlich willkommen heute Abend. Ja, dann darf ich begrüßen, willkommen heißen alle Vertreter von Vereinen und Verbänden, Vorsitzender unserer befreundeten Musik- und Gesangvereine, stellvertretend für diejenigen, die ich nicht jetzt namentlich benenne, darf ich die zwei Musikvereine begrüßen, die den weitesten Anmarsch hatten. Einmal aus dem Schwalm-Eder-Kreis, die Knüllwald-Musikanten und aus unserem benachbarten Niedersachsen, die Sonnig-Blaskapelle aus Schönhagen. Herzlich willkommen! Ich freue mich auch, eine freie Mitarbeiterin der HNA begrüßen zu dürfen, Frau Bettina Wienicke. Ich hoffe, Sie berichten heute Abend nur Gutes und vor allem hoffentlich stellt Ihnen die Redaktion dann entsprechend auch Raum zur Verfügung, damit wir unser Konzert entsprechend in der Region auch zeitungsmäßig, medienmäßig präsentieren können. Ein Dankeschön gilt schon mal unseren Freunden des Deutschen Roten Kreuzes, die dort hinten sind. Und euch hatte ich ja schon gewünscht, bitte keine Arbeit heute Abend, aber wenn Sie das Rote Kreuz brauchen, da hinten sitzen dreifach kompetente Personen, wenden Sie sich dann an Sie. Vielen Dank. Ich kann meine Begrüßung auch nicht sein. Wir haben ja in der Eintrittskarte unten stehen sehen, Programmänderungen vorbehalten. Und die erste Programmänderung, und ich hoffe, es wird auch die einzige bleiben, ist also unsere Moderatorin. Franziska Hoffmann musste leider kurzfristig absagen, aber dafür haben wir adäquaten Ersatz bekommen. Julia Schleicher, begrüßen Sie sie mit einem herzlichen Applaus. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Auch ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend durch dieses bunte und abwechslungsreiche Programm führen darf. Und meine erste Frage, können Sie mich alle gut verstehen? Ja, ich habe ein Ja gehört. Super. Ja, Sie wurden ganz festlich begrüßt heute Abend mit dem Gruß an Kiel. Und zwar ist das wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Militärmärsche heute und auch damals, geschrieben von dem sächsischen Militärmusiker Friedrich Spohr. Er hat diesen Marsch als eine Erinnerung an Kiel geschrieben. Der Marsch wurde 1864 geschrieben und ein Jahr zuvor ist er im Zuge der Bundesexekution gegen die Herzogtümer Holstein und Lauenburg dort einmarschiert. In den Jahren danach ist dieser Parademarsch sehr schnell populär geworden, vor allem auch durch die Marine, ist auch international sehr bekannt und beliebt. Und in Deutschland wird dieser Marsch oft zum Gruß an ein oder andere Kriegsschiffe gespielt. Ja, das waren jetzt ein paar trockene Fakten dazu, aber natürlich habe ich auch noch was anderes Interessantes darüber gefunden und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Vielleicht wissen ja einige von Ihnen, dass es zu solchen Märschen oft auch alternative
bisschen humoristische Texte gibt, die auch gerne mitgesungen werden. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen den Text zu diesem Marsch kennt. Für alle, die ihn nicht kennen, möchte ich ihn nochmal vorlesen. Ist auch ein bisschen leicht maritim angehaucht. O Marie, was hast du für eine Badehose an? Die ist doch viel zu stramm, da kommt doch keiner ran. O Marie, zieh endlich diese Badehose aus. Die ist ja viel zu stramm, das hält ja keiner aus. Ja, es geht auch gleich mit einem anderen Klassiker weiter, und zwar dieser mit einem Walzer, den Wagner Madel. Auch wieder eines der bekanntesten Stücke von dem Komponisten Karl Komczak, ein österreichisch-tschechischer Komponist, der ebenfalls wie Spohr ein Militärmusiker war und zu seiner Zeit in Wien und Umgebung eine blühende Karriere hatte als Kapellmeister und als Komponist. Er war sehr beliebt beim Publikum, sehr sympathisch, und nach seiner Zeit in Wien hat er eben die Leitung des Chororchesters in Baden bei Wien angeboten bekommen. Und er hat diesem Orchester zu Neuen Ruhm verholfen, war auch international in diesem Orchester unterwegs. Und in dieser Zeit schrieb er auch diesen Walzer in Baden-Baden. Ja, Komczak ist leider ein bisschen tragisch damals ins Leben gekommen. Er hat nämlich versucht, in Baden auf einen abfahrenden Zug aufzuspringen. Vielleicht war ja eins der Badener Madeln da drin, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es eine leicht tragische Geschichte. Ich habe so aus Insiderkreisen gehört, dass die Probenarbeit zu diesem Stück manchmal für manche Musiker etwas frustrierend war, weil der Dirigent diese typischen Verzögerungen in diesem Walzer mal gerne von Probe zu Probe geändert hat, nach dem Motto, was schädigt das Geschwätz von gestern. Ich darf das sagen, wenn ich diese Information habe ich vom Dirigenten selber bekommen, insofern wird das mir nicht übel nehmen. Ja, also so viel zu diesem Stück, das Sie gleich hören werden. Und Sie sehen, hier vorne vor der Bühne ist noch ein bisschen Platz. Also falls Sie das Bedürfnis verspüren, das Tanzbein zu schwingen, tun Sie sich keinen Zwang an. Es ist wirklich, Sie haben gerade so toll geklatscht beim ersten Marsch. Also hier ist alles laut. So, danke, Martin. Thank you.
des Publikums. The Glory of Love ist, wie der Name schon andeutet, ein sehr emotionales und wirkungsvolles Stück. Und es stammt aus der Feder des sehr erfolgreichen Produzenten und Komponistenteams Roland Heck und Gerd Köthe. Die kennen Sie vielleicht. Die arbeiten seit 1970 sehr erfolgreich zusammen und feiern mit Schlagern, Popmusik, Musik für Fernsehproduktionen oder Hörspiele riesige Erfolge. Sie haben unter anderem mit Peter Alexander, Joy Fleming, Costa Cordalis, Mario Adorf, Gunther Emmerlich, Karl Moik und vielen, vielen, vielen mehr zusammengearbeitet und sehr viele Preise dafür bekommen. Und sie gelten als Spezialisten für Projekte mit großen Stimmen und orchestraler Verpackung. Ja, so wurde auch dieses Stück ursprünglich von dem Star-Tenor Siegfried Jerusalem gesungen. Viele von Ihnen denken, Siegfried Jerusalem, das ist doch ein Opernsänger. Ja, er ist Star-Tenor, man kennt ihn aus Bayreuth. Ich kann Ihnen empfehlen, googeln Sie mal oder schauen Sie auf YouTube dieses Video an mit diesem Lied, Glory of Love. Ich fand es wirklich sehr, sehr lustig und ja, auch ein bisschen kitschig. Ja. Aber ich trotzdem, so sich es mal angeschaut, ganz lustig. Ja, heute Abend aber in der Version von Johann de May, ganz wunderbar für Blasorchester arrangiert. Ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß dabei. Thank you.
den Wochen ganz sicher auch so wie mit mir, wenn sie morgens aufgewacht sind oder aus dem Fenster geguckt haben, hat man sich am liebsten gleich wieder hingelegt. Es ist kalt, es ist nass und gewisse Herren wie Eberhard versuchen einen irgendwie vom Fahrrad zu pusten. Also das Tiefdruckgebiet Eberhard. Ja, heute Abend geht aber ein ganz anderer Wind Ihnen hier entgegen von der Bühne, ein viel freundlicherer. Und jetzt mit dem nächsten Stück in sonnigen Süden wird es sowieso viel wärmer. Sie können sich einfach vorstellen, Sie werden im Urlaub. Und im sonnigen Süden ist eine Melodienfolge oder Neudeutsch ein Medley mit den Melodien Spanish Eyes, Chianti-Lied, das blonde Kätchen und spanischer Zigeunertanz. Also ich finde, wenn sie das nicht nach Urlaub anhört, weiß ich auch nicht. Für Sie nochmal der Hinweis, wer sich des Paso Dobles mächtig fühlt, darf gerne das Tanzball schwingen. Ich hört Ihnen. Ansonsten viel Spaß. Thank you.
so toll, da bleiben wir doch gleich in Spanien. Und zwar mit España, einem Walzer. Ich würde jetzt auch bei España nicht direkt an einen Walzer denken. Aber bei den Komponisten denkt man an Walzer. Und zwar hatte dieser Komponist den Beinamen den französischen Strauß, also den Johann Strauß, bekommen. Er hat, nachdem er den ersten Walzer geschrieben hat, das ist ihm so gelungen, es ist so gut angekommen, und da hat er sich gedacht, dann ist es gut, mache ich weiter und schreibe ich mehr. Und insgesamt hat er dann 250 Tänze geschrieben, hauptsächlich auch Walzer. Also war er damit ganz erfolgreich. Es geht um den Komponisten Emil Waldteufel, der eigentlich Charles Emil Levy hieß, wirklich. Und ja, dieses Stück war ursprünglich basiert auf den berühmten gleichnamigen Rhapsodie von Emmanuel Charpentier. Von 1886 hat dann Waldteufel das nun folgende Lied oder den nun folgenden Walzer geschrieben. Und ja, ich habe so viele Leute tanzen sehen. Wahnsinn. Das kann man noch toppen. Ich bin gespannt. Okay, viel Spaß. Thank you.
meine Damen und Herren, kennen Sie den Hauptgürtel Asteroiden 19631? Nein. Aber wenn Sie in Ihr Programm schauen, dann können Sie es erraten, nämlich dieser Asteroid wurde nach dem alten englischen Volkslied Greensleeves benannt. Und das ist ein Indiz dafür, wie bekannt und beliebt dieses Lied ist. Sie haben es ist bestimmt jetzt alle schon im Ohr. Und also Greensleeves übersetzt grüne Ärmel und das sind gemäß grünen Kleid. Hat dieses Lied war zum ersten Mal gedruckt, gab es zum ersten Mal gedruckt im Jahre 1580, ist aber wahrscheinlich schon viel älter. Und ein Indiz dafür, dass es auch damals schon sehr, sehr populär war, ist, dass in dem Bühnenstück von Shakespeare im Jahre 1602 gibt es ein Zitat, es gibt sogar mehrere Zitate, in denen Greensleeves vorkommt, aber eins davon ist Let the sky rain potatoes, let it thunder to the tune of Greensleeves. Übersetzt, soll der Himmel Kartoffeln regnen, soll er zur Melodie von Greensleeves donnern. Also, es war wahrscheinlich damals schon in den Charts und schon sehr bekannt. Es gibt unzählige Versionen von diesem Lied. Fast jeder hat eigentlich das schon mal irgendwie bearbeitet mit eigenem Text, eigenem Stil. Also es wäre wahrscheinlich einfacher, die Leute aufzuzählen, die es nicht irgendwie schon mal in einer Version gesungen oder gespielt haben. Aber ich kann Ihnen trotzdem ein paar Namen nennen. Nicky Leandros, Elvis Presley, John Coltrane, Scorpions, Neil Young, Hildegard Knef, und das ist wirklich nur ein Bruchteil. Fast jeder hat sich da dann auch schon mal in dieser Melodie versucht und es im Jazz, Rock, in alle möglichen Richtungen entführt. Ja, ich bin leider des Altenglischen nicht mächtig, deswegen möchte ich Ihnen den Text, den Anfang des Textes auf Deutsch nochmal vorlesen. O weh, mein Lieb, tust Unrecht mir, grob fortzustoßen, nicht in Streit. So lange hielt ich treu zu dir, voll Glück an deiner Seite. Greensleeves war all mein Freud, Greensleeves war mein Entzücken. Greensleeves war mein Güldenherz, und wer außer Lady Greensleeves? Ja, ich denke, Sie haben den Text jetzt schon auswendig drauf und können jetzt alle mitsingen zum nächsten Lied zusammen mit dem Supereinbringer. Thank you.
heutige Stück ist ein ganz besonderes, denn es ist ein Musikwunsch an den Musikverein Fellmark von einem langjährigen Zuhörer aus Fuldertal-Wieringshausen, und zwar ist Herbert Bürgen. Ist Herbert Bürgen im Star? Ah ja, schön. Er hat nämlich gesagt, wenn ihr, also der Musikverein, wenn ihr diesen Titel spielen könnt, dann seid ihr kein Amateurverein mehr, sondern ein Oberstufenorchester. Herausforderung angenommen. Ja, diese Fantasia- und British Sea Songs, die er sich gewünscht hat, ist eine Fantasie britischer Seemannslieder, zusammengestellt und arrangiert im Jahr 1905 von Sir Henry Wood zur 100-Jahr-Feier der Schlacht von Trafalgar zwischen den Briten und den Franzosen. Sie kennen diese Sea Songs oder diese Fantasies und British Sea Songs vielleicht aus dem Fernsehen oder ja, vielleicht waren Sie sogar selbst schon mal dort. Nämlich ist das ein Standardprogrammpunkt in der Last Night of the Proms in der Royal Opera Hall in London. Last Night of the Proms ist ein riesiges Spektakel. Man muss lange vorher schon Karten kaufen, und wenn man eine Karte haben will, muss man für mindestens 5 andere Veranstaltungen auch Karten kaufen, oder man muss sich eben in ellenlange Schlangen anstellen für Karten der sogenannten Promers. Die Promers sind nämlich das Besondere an den Konzerten dieses Festivals, der Proms. Da gibt es eben vor der Last Night of the Proms gibt es noch ganz viele andere Konzerte. Und zwar ist das Besondere, dass in diesem großen, runden Saal in der Mitte eine große Fläche ist, wo das Publikum steht. Also das ganze Konzert lang, also Sie können es gerne mal ausprobieren für ein Stück. Aber da hat vielleicht der Hintermann was dagegen, wenn Sie da ein bisschen da stehen. Ja, aber das ist das Besondere. Und bei dieser Last Night of the Proms ist es nochmal mehr besonders, weil diese Promers haben da die besondere Aufgabe, auch zum Beispiel bei diesen Sea-Songs mitzumachen. Zum Beispiel mit übertriebenen gestellten Weinen oder sich die Stirn abwischen oder stampfen oder heulen oder pfeifen oder singen. Also gerne, können Sie alles machen. Sie können auch gerne aufstehen. Ja, heute Abend hören Sie eine Auswahl aus diesen bearbeiteten Seemannsliedern, die auch dort in London gespielt werden. Ich kann Ihnen die Titel was sagen. Und das erste ist schon mal gleich schwer. The Saucy Arethusa. Sagen wir jetzt mal 5-mal ganz schnell hintereinander. The Saucy Arethusa, The Saucy Arethusa. Das heißt, ich kriege es nicht hin. Das zweite ist Tom Bowling, Jack's The Lad, Farewell and Adieu und See the Conquering Hero Comes. Und wenn Sie ganz genau hinhören, werden Sie in einem dieser Sätze eine bekannte Melodie hören, nämlich Sir Henry Wood hat in einem dieser Sätze eine Komposition von Händel eingebaut, und bei uns ist das eher so als Weihnachtslied bekannt. Ja, ich bin gespannt, ob Sie das rausfinden. Wenn Sie eine Idee haben, können Sie mir dann in der darauf folgenden Pause Bescheid sagen. Aber zuerst bitte ich Sie, zu dem Informationsstand in der Pause zu gehen. Da können Sie viele Informationen über den Musikverein Fellmark bekommen, wie Sie auch den Verein unterstützen können, wie Sie mitmachen können, auch Informationen, und das möchte ich nochmal ganz genau, ganz deutlich auch betonen, dass es jetzt eine neue Nachwuchsförderung gibt und Möglichkeit für den Nachwuchsunterricht. Also wenn Sie mehr Informationen über den Musikverein haben möchten, gehen Sie bitte zu dem Informationsstand, und ja, danach können Sie mir sagen, welches Weihnachtslied gespielt wurde. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß. Ich wünsche Ihnen ganz besonders viel Spaß. Und ja, natürlich den Musikern auf der Bühne. Die haben danach eine wohlverdiente Pause, und Sie auch. Wir sehen uns danach wieder. Thank you.
willkommen zur zweiten Hälfte des Konzerts. Ich freue mich, dass Sie, glaube ich, alle hier geblieben sind. Das ist schön. Der Musikverein hat sich gerade mit der Musikantenparade zurückgemeldet. Und was bietet sich da? Bietet sich doch an, die Musiker mal vorzustellen, die hier mitspielen. Also ich würde vorschlagen, von hinten angefangen, würde ich jetzt die Namen mal vorlesen und ich bitte die Musiker doch mal aufzuspielen. Am Schlagwerk Frank Batz, Vera Engler und Fünf Engler. Am Akkordeon Rudi Lang. An der Tuba Klaus Heckmann und Bernd Wagner. Posaune spielen Ralf Peters, Fritz Schneider, Norbert Seifert und Klaus-Dieter Vogt. Am Bariton Jenny Bia, Martina Gute und Hartmut Sieg. Und jetzt die Tenorhörner Tobias Dute, Manfred Eberhardt, Elfi Meyer, Wolfgang Schittelich, Bernhard Schweinsberg. Auf den Fabian Dute, Michael Dute, Eugen Schiffmann und Jakob Schiffmann. Am Flügelhorn L. Eberhardt, Dietrich Essel, Toni Konitzki und Nitzmi, sorry. Silke Arndt, Neidhard Babel, Karl Ewald, Susanne Heuer, Diethelm Kumpf, Carsten Wieglich, Martin Mittelbach, Ute Sieg und Alfred Weinlich. Und am Solofagott Christian Krause. Sind Patrick Ewald, Dagmar Heckmann, Antonia Hoppe, Wladimir Kamel, Ines Kopp, Heinrich Kornietzny, Angelika Lanz-Krohn-Basten, Veronika Richter, Gesa Schmelzer, Barbara Schweinsberg und Nadine Flörke. Und natürlich die Flöten, Sarah Bittig, Janina Kamels, Jennifer Liebig und Theresa Weber. Vergessen, der wunderbare Dirigent Thomas Nixau. Ja, falls Sie es bekommen haben, auch mitzumachen. Die Proben finden immer dienstags von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der Kulturhalle Niederfränkler statt. Endlich wieder dort. Wie wurde gesagt, die Kulturhalle musste im Oktober 2011 geschlossen werden und umgebaut werden und damit auch das ganze Notenarchiv und alle Instrumente mussten bei den Mitgliedern untergebracht und gelagert werden. Und jetzt ist wieder alles unter einem Dach und da freuen sich alle drüber. Und auch noch ganz wichtig, ich habe es schon erwähnt, seit 2018 gibt es ein neues Nachwuchsprogramm. Immer montags von 15 Uhr bis 15.45 Uhr werden Kinder, ich glaube, im Alter wird jetzt im Moment von 2. bis 4. Klasse von Thomas Hexdorf, Jennifer Liedrich oder Wolfgang Schindlich unterrichtet. Ja, jetzt haben Sie die Gelegenheit, zwei Musiker des Musikvereins als Solisten zu hören. Und zwar hören Sie jetzt Jenny Bier und Tobias Dute als musikalische Zwillinge in der nun folgenden Konzertfolge für zwei Tenorhörner. Viel Spaß dabei.
mit einem Blasmusikverein ohne die böhmische Blasmusik. Es kommt wahrscheinlich selten vor, dass es eigentlich sehr gut. Also die böhmische Blasmusik hat ihren Ursprung in einer jahrhundertelangen gepflegten Volksmusiktradition, ein Kulturgut, das über lange Zeit von der Bevölkerung gepflegt und von einheimischen Musikanten bewahrt wurde. Man sagt ja auch, oder manche kennen vielleicht den Begriff, aus Böhmen kommt die Musik, oder Böhmen wurde auch als das Konservatorium Europas lange Zeit bezeichnet, weil viele namhafte Musiker, bekannte Komponisten von dort kamen, viele tolle Instrumentenbauer gibt es dort und ja, eine große Tradition. Und von Böhmen aus ging die Musik dann im Laufe der Jahrzehnte auch weit über die Grenzen Böhmens hinaus, besonders auch in den politischen Wirren und auch in andere Länder. Und es gibt zahlreiche Kapellmeister und Blaskapellen, unter ihnen auch den sehr bekannten Ernst Mosch, von dem wir später auch noch ein Stück hören werden, und seine originalen Egerländer Musikanten. Und ja, Kapellmeister wie er kopierten und interpretierten traditionelle böhmische Musik in ihrem eigenen Stil oder nutzten die Werke böhmischer Musikanten auch als Basis für ihre eigenen Kompositionen. Ja, die Musikkultur des Egerlandes entwickelte sich im Laufe der Zeit durch die Verschmelzung böhmischer, tschechischer und bayerischer Elemente. Ja, ich fühle mich da immer, wenn ich das höre, so ein bisschen heimatverbunden. Ich komme nämlich aus Franken und bin in der Oberpfalz in die Schule gegangen und... Bitte? Ich komme aus der Nähe von Nürnberg und bin in Nürnberg in der Schule gewesen, aber Weiden kenne ich auch. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, als ich gelesen habe, dass es besondere Dialektbezeichnungen in der böhmischen Blasmusik gibt für bestimmte Instrumente. Und ich frage mich, ob die Musiker hier im Musikverein auch das schon mal teilweise gehört haben. Also haltet mal die Instrumente hoch, wenn ihr euch angesprochen fühlt, zum Beispiel die Spiegelpfeifen. Die Spiegelpfeifen, bitte. Keine Idee? Ja, ich habe es da vorne gehört. Das ist die Querflöte. Wunderbar. Ja, oder auch ein anderes Instrument. Zählerleiter. Zählerleiter irgendwo? Ja, die Posaune, die Hühnerleiter. Ja, ganz, ganz schön. Ich fühle mich da sehr heimatlich verbunden. Und ja, ich freue mich auch ganz besonders jetzt auf die böhmische Blasmusik. Viel Spaß. Thank you.
Leitner in Egerländern. Das nächste Stück Sterne der Heimat, ich habe es schon angesprochen, wurde von Ernst Losch komponiert, ein deutscher Musiker, Instrumentalist. Er hat Flügelhorn, Geige und sein Lieblingsinstrument Posaune gespielt, war Komponist, Arrangeur und Dirigent. Und Sie kennen ihn alle als Gründer und musikalischen Leiter der Original-Egerländer Musikanten. In der traditionellen Volksmusikszene gilt er auch als der König der Blasmusik. Er hat über 1000 Konzerte gespielt in 42 Ländern, hat mehr als 40 Millionen Tonträger verkauft und 6 goldene und Platin-Schallplatten gewonnen und 400 verschiedene Tonträger veröffentlicht. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, ein interessanter Fakt oder eine interessante Geschichte. Losch wurde bei einem Kriegsgefecht am Unterarm getroffen und litt seit dieser Zeit an einem nach unten hängenden Daumen. Aber es wurde ihm in seiner späteren Karriere eigentlich immer fälschlicherweise als Dirigententechnik nachgesagt. Ist aber tatsächlich keine Technik gewesen, sondern war eine Verletzung. Ja, Losch hat tatsächlich, es war ihm immer verwehrt, in seiner Heimat, in Egerland, mit den Egerländer Musikanten zu spielen. Das ist das erste Mal dann erst im Jahre 2010 gewesen. Da gab das Orchester nun unter der Leitung von Ernst Rutter in Eger, also tschechisch Kiew, sein erstes Konzert. Ja, Sie hören nun Sterne der Heimat. Zusammenfassung
sozusagen den Jahresbericht von 2018 bekommen, ganz vielen ganz interessante Statistiken. Ich würde das mir bei meinem Orchester, beim Staatsorchester auch mal wünschen, das fände ich auch ganz interessant. Haben wir aber nicht. Ich habe zum Beispiel gelesen, es gab insgesamt 2290 Probenteilnehmer, also im Schnitt 38,2 Probenteilnehmer. Sehr schön, auf jeden Fall. Ja, es gab 18 Auftritte im letzten Jahr, große und kleine. Ein kleiner Ausschnitt daraus, es gab das 23. Frühlingskonzert hier in der Werkzeughalle Frommershausen. Es war das 34. Jahreskonzert mit über 800 Besuchern. Unter anderem wurde gespielt Mary Poppins und West Side Story. Es gab die Verabschiedung von Volker Fach, der die Moderation aller Jahreskonzerte von 1980 bis 2018 einschließlich Live-Musik und Swing-Combo übernommen hatte. Und dann gab es noch die Verabschiedung von Fritz Schade als Aktiver des Musikvereins. Dann gab es unter anderem Konzerte in örtlichen Vereinen, zum Beispiel die Maikundgebung im Ahnepark, oder es gab auch kleine Auftritte, zum Beispiel bei Möbel Bolte beim Oktoberfest. Es gab viele Geburtstagsständchen, auch auswärtige Auftritte, zum Beispiel in Rothenburg. Und ja, wenn ich was Falsches sage, dürfen die Musiker mich gerne korrigieren. Ich habe hier eine Liste mit einer kleinen Auswahl. Es gab auch Konzerte mit kleineren Besetzungen in Kirchengemeinden und ja, bei Geburtstagen. Genau. Jetzt noch ein Nachtrag. Es gab auch noch andere Veranstaltungen, zum Beispiel den Lehrgang in Duderstadt, wo sich immer das Orchester zum Proben trifft, immer ein ganzes Wochenende. Dann gab es noch als sonstige Veranstaltung Oktoberfest in der Grillhütte in Oberfellmar mit Spanferkel-Essen und Prämierung der schönsten Kostüme. Nur mal so als Auszug der Veranstaltungen des letzten Jahres. So, jetzt habe ich meine Zettelwirtschaft hier organisiert und ich kann Ihnen das nächste Stück ansagen. Und zwar entführen wir Sie jetzt nach Brasilien mit südländischen Rhythmen. Es ist wieder ein Medley. Amor, Amor, Amapola, Amapola, Patricia und Brasil. Und an der Solotrompete hören Sie Jakob Schiffmann. Viel Spaß dabei. Thank you.
meine Damen und Herren, wir kennen alle Funiculi funicular. Und man könnte meinen, dass es sich dabei um ein altes italienisches Volkslied handelt. So klingt es jedenfalls. Aber das ist nicht so. Es ist nämlich tatsächlich eine ein bisschen lustige Geschichte. Es ist nämlich eigentlich ein Werbelied. Und zwar aus dem Jahre 1880. Der Anlass war die Öffnung der Stammstallbar auf dem Besuch. Ja. Das ist irgendwie, hätte man nicht gedacht, Funiculi funicular, wenn man aber das Italienische möchte, ist es funiculare Seilbahn. Und dann Funiculi funicular heißt in etwa Seilbahn da, Seilbahn dort, Seilbahn oben, Seilbahn unten oder Seilbahn rauf, Seilbahn runter. Ja, die Geschichte war so, dass eben, um auf den Besuch drauf zu kommen, ist das ein langer Weg, das ist sehr mühsam. Also hat man sich gedacht, dann baut man eine Seilbahn, kommt man leichter rauf. Die Leute fanden es aber gar nicht mal so schön, weil Seilbahn ist jetzt nicht so romantisch. Ja, und dann haben natürlich die Betreiber der Seilbahn ein bisschen Angst gehabt, dass sie pleite gehen und hatten dann die Idee, ja, Musik zieht immer und lass uns doch irgendwie ein paar Musiker den Auftrag geben, einen Schlager zu schreiben, der ein bisschen wie ein Volkslied klingt. Und dann entstand eben Funiculi funicular. Und damit es eben nicht nur eine spröde Werbung ist, geht es natürlich auch in diesem Lied um die Liebe. Und ich darf Ihnen den Text gern auf Deutsch einmal vorlesen. Gestern Abend, mein Mädchen, bin ich rausgefahren bis ganz nach oben, wo das Feuer brodelt und wo dein schnödes Herz mich nicht mehr kränken kann. Ohne einen Schritt zu tun, fährt man jetzt den Berg hinan. Wie der Wind fahren wir Funiculi funicula. Sie erinnern sich, einmal rauf, runter, oben, unten. Und jetzt, mein Mädchen, sei so gut und heirate mich. Das ist doch schön. Diese Seilbahn gibt es mittlerweile schon nicht mehr. Sie wurde nämlich 1944 beim Ausbruch des Wissens völlig zerstört. Aber das Lied ist bis heute bekannt und also sehr beliebt und lebt als klassischer Evergreen weiter. Es gab auch einige Komponisten, die wohl gedacht haben, es sei ein Volkslied und haben es in ihre eigenen Kompositionen mit eingebaut, zum Beispiel Richard Strauss aus Italien oder Rimsky-Korsakow hat es in seinem neapolitanischen Lied verarbeitet oder auch Alfredo Casella in Italia. Heute Abend aber hören Sie die wunderschöne Bearbeitung von Jo Goto mit dem Musikverein FN. Thank you.
alle Werbelieder wären so schön. Meine Damen und Herren, wir nähern uns so langsam dem Ende dieses Konzerts. Und was würde sich wohl besser zum Ausgang des Konzerts eignen und zur Einstimmung zu der Nacht als eines der wohl bekanntesten Schlaflieder, nämlich dem Wiegenlied von Johannes Brahms. Sie dürfen gerne mitsingen. Ich darf die Solisten dieses Stückes ansagen, und zwar am Brahms-Saxophon Carsten Wiedlich und an der Trompete Jakob Schiffmann. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und mich bei Ihnen verabschieden. Ich darf nochmal auf den Informationsstand im Foyer hinweisen. Ja, ansonsten wünsche ich Ihnen guten Abend und gute Nacht. Thank you.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Es wird noch eine Zugabe geben. Sie müssen also noch nicht nach Hause gehen. Aber ich darf jetzt erstmal Dankeschön sagen. Danke für diejenigen, die heute Abend zunächst mal nicht im Saal waren. Dazu zählt also unser technisches Personal. Ob das jetzt an der Katze vorne gewesen ist oder auch in der Küche. Falls es Ihnen also geschmeckt haben soll, dann können Sie euch mal applaudieren. Ja, dann gilt es, Dank zu sagen. Erstmal auch an Sie, an die Zuschauer, die heute Abend hier waren. Und ich hoffe, wir haben für jeden zumindest, wenn es zu viel war, sind wir schon zufrieden, Ihren Geschmack getroffen an unserer Musik, die wir Ihnen heute Abend hier dargebracht haben. Ich darf mich also zunächst bedanken, bevor wir es beim ganzen Orchester noch machen, zunächst bei unseren Solisten. Wir hatten ja im zweiten Teil ein Tenorhorn und ein Bariton-Solo. Und zwar, ihr dürft jetzt nochmal aufstehen und ihr bekommt also jetzt einen Blumenstrauß überreicht von unserer zweiten Vorsitzenden, der Rosa Richter, für die Kinder und die vielen Dank. Der nächste Applaus gilt dann unseren Solisten, die eben Guten Abend, Gute Nacht gespielt haben. Und zwar Jana Schiffmann und Carsten Liebling. Carsten, kannst du mir einmal verzeihen? Einmal noch. Ja, dann eine ganz heiße Seite. Kleine Korrektur nochmal zu unserer Moderation, was die aktiven Teilnehmer betrifft, weil einige Zuschauer kennen uns alle. Christian Stieber ist leider kurzfristig erkrankt, der konnte nicht mitspielen und Heinrich Gomietzny auch nicht. Das waren also die zwei Namen, die unser Kapellmeister vergessen hat, um unsere Moderatorin weiterzugeben. Thomas, macht nichts! Nächstes Mal sind Sie wieder raus! So, dann hatten wir. Der kriegt zum Schluss erst raus. Er muss ja noch ein bisschen arbeiten. Julia, du darfst mal zu uns kommen. Hat sie gut gemacht! Vielen, vielen Dank, dass du auch heute so angestellt bist. Und ich darf dir ein bisschen geben. So, und ein ganz besonderes Dankeschön unserem Dirigenten Thomas Sixtor. Vielen Dank für Ihren Applaus. Wenn Sie uns wieder hören wollen, können Sie das tun. Pfingstsamstag im Staatstheater Kassel treten wir zusammen mit dem Polizeikorps auf. Es gibt noch Eintrittskarten, freuen Sie sich. So eine Veranstaltung wird man ganz schnell ausfahren. Und? Ja, das sind Sie. Und dann darf ich Sie wieder alle einladen zu unserem nächsten Frühlingskonzert 2020. Und zwar am 21. März sehen wir uns dann alle wieder. Und falls Sie noch wen mitbringen, ein paar Stühle können wir aufstellen. In diesem Sinne, einen guten Nachhauseweg und es gibt die Zugabe. Es wird allerdings nicht alte Kamera sein.
Gewinner.